Schönen guten Abend, meine lieben Chibis. Wir sind hier in den Schneelanden, in eine wundervolle Nacht, bei eisigen Temperaturen. Wir haben das legendäre Pokémon, der hat sich Pony mal eben ausgeliehen, ein bisschen zum Sprechen, kennt man ja. Kronospar. Und er möchte, weil es hat sie mich herausgestellt gehabt, er hat seine Macht verloren, weil die Leute, die Dorfbewohner, ihn immer mehr vergessen haben. Und das war die Quelle seiner Kraft. Und wir sollen uns jetzt mal erkundigen. Warum kann sich niemand mehr an ihn erinnern? Der König der rechten Erde. Wenn mich richtig erinnere, hieß der Corby. Oder was? Chronodius? Nee. Der König der rechten Erde. Früher habe ich geglaubt, dass es ihn wirklich gibt. Man hat uns immer erzählt, dass er einen holen kommt, aber draußen Feldern Schnabberdack treibt. Das Königs-Pokémon? Meine Großmutter hat mir früher Geschichten davon erzählt, es waren alles uralte Märchen. Irgendwie sind ja auch nur alte Leute, ne? Oh, König der Rechte, der ist schließlich die Aussageschild von Friesendale. Ach, wenn doch auch nur wirklich mein Anwesen beerben würde, da können wir uns Touristen bestimmt nicht mehr retten. Naja, aber Touristen sind es auch nicht das Wahre. Ich meine, ja, schon, irgendwie schön und gut, aber ich glaube, der hat eigentlich ein anderes Anliegen. Und Taniel, hi. Tan. Hier ist ja gar nichts. Schön. Einfach ein Haus unbeaufsichtigt lassen. So. Wenn das Dorf nicht gerade noch größer ist, habe ich, glaube ich, mit allen gesprochen. Ich möchte, dass du den Dorfbewohner fragst. Okay. Also mal gucken. Den haben wir. Den Händler haben wir auch. Doppel. Ihn habe ich vielleicht noch nicht. König der rechten Ernte, also wenn wirklich gibt, soll er mal was wegen den unfruchtbaren Bodens unternehmen. Du hast mir einen oder Höchstzeit großen Paar Bericht erstatten. Okay. Arme Laura. Muss gerade die ganze Zeit immer hin und her joggen. Pioni schwebt leicht in die Luft. Ja. Sei gegrüßt, Menschenkind. Du hast also mit dem Dorfbewohnern über mich gesprochen. Wohlan, erstatt mir Bericht. Haben die Menschen etwas über mich erzählt? Das schon, aber naja, sie hatten sich nicht wirklich verächt. Ich hatte es nicht anders erwartet. Sie glauben nicht einmal mehr, dass es mich überhaupt gibt. Verblichen in der Erinnerung an das Band, das einst zwischen uns existierte. Oh, denke nicht, dass ich meine Erinnerungen nachträume. Schließlich bin ich niemand geringeres als der König der reichen Ernte. Ich wäre ein Narr, würde meine Hoffnung auf den Wankelmut der Menschen setzen. Ich bin nicht auf ihr Glauben angewiesen, um meine Macht zurückzugewinnen. Wenn ein mein treues Ross erst wieder an meiner Seite weilt, sollte es imstande sein, zumindest einen Teil meiner alten Stärke wieder zu erlangen. Ja, ein stolzes Pokémon auf vier flinken Beinen, das mich auf seinen Rücken trug. Dieses Statue im Dorf zeigt mich rittlings auf ihn. Vor langer Zeit galoppiere ich gemeinsam über die Berge und Felder des Landes. Doch als meine Stärke schwand, trannten sich unsere Wege. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist mir gänzlich unbekannt. Doch selbst wenn mir mein treues Ross ausspüren, fürchte ich, dass es mich nicht diesem gesprächlichen Zustand als Reiter anerkennen wird. Nun, wie dem auch sei, ist es gut möglich, dass man im Dorf oder an darüber mein treues Ross Bescheid weiß. Ich wäre sehr verbunden, wenn du dich beim Bürgermeister erkundigen könntest. Doch ist dir also etwas so angekommen, was mir weiterhelfen könnte, lass mich bitte wissen. Na du, was ist mit deiner überdimensionalen Pöhle passiert? Sieht ganz normal aus. Wow, tut mir echt leid, ich muss im Stehen eingeschlafen sein. Ach, irgendwie fühlt man sich ganz Körper so seltsam an. Ach, ich gehe lieber zur Expeditionsbasis zurück und ruhe mich aus. Hier ist es mir sowieso viel zu kalt. Er erinnert mich mal ein bisschen an Kokoromori. Also, den Bürgermeister haben wir schon kennengelernt. Der Bürgermeister ist gar nicht da. Er wollte in die Felder beim Bett des Giganten ansehen. Wenn ihn dringend ist, sollst du ihn am besten nach ihm dort suchen. Felder am Bett des Giganten liegen südosten der Friesdale. Überquer die Frostfeld und teilt sich dann immer links. Oh, jetzt muss ich auch noch hinterher latschen, den Opa. Gut. Laura hat die ganze Zeit schon ein bisschen genug gelatscht. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal... Wir lassen jetzt mal die Linie laufen. Gut, Linie, komm. Wir gehen auf Achse. Schade, dass du hier noch nicht deine Hisui-Form hast. So. Oh, pack die Park. Aber das ist mir eigentlich herzlich egal. Meistergriff. Huch.
Buggy auf Steriolen. Steriolen? Ja, Steriolen. Ah, mein Gott, ihr wisst, was ich meine. Da ist er ja. Wir haben schon spät, Verzeihung. Das waren mal Felder, sie sehen mir aus wie alte Ruinen. Für diese Welt ist es auch zu spät. Der Pon ist schon ausgelaugt, dass hier keine Feldfrüchte mehr wachsen. Vielleicht ist die Ecke der chronischen Lande wirklich zunächst mehr zu gebrauchen. Du, was machst du hier? Wie? Du willst über ein treues Ross des Königs der reinen Erde fahren? Ja, hier draußen ist es kalt. Solche Gesprächsführer reden wir wieder drinnen. Wow. Jetzt muss ich wieder zurück. Weil es ihn draußen zu kalt ist. Das ist ja ein Hin und Her hier. Oh. Hier wollte ich eigentlich nicht rein. Falsches Haus. Oh. Mülltreffer. Gut. Nicht mit. Da denke ich auf, ich kann mich hier durchs Gebüsch kämpfen. Aber hier können ruhig mal ein paar auch junge Leute sein. So, was weißt du über das raus? Die Statue des Königs der reichen Ernte. Severn ist in die Kopf zu groß. Weißt du, du sollst König eigentlich aussehen? Stimmt, der hat wirklich einen Aufdruck auf unseren Pullovern. Aber da redest du ja, als hättest du ihn schon mal in deinen Augen gesehen. Das würde bedeuten, die Statue war ja schon seit meiner Kindheit beschädigt. Ah, natürlich, du wolltest also über das treue Ross des Königs reine Erde fahren. Ich kann es mir nicht vorstellen, warum du dich dafür interessierst, aber bitte. In einem Buch habe ich vor langer Zeit einmal gelesen, dass das treue Ross des Königs gerade so vernarrt war in bestimmte Gemüse, dass sie in Kronenschneelande wächst. Genau, war das auch in letzter Zeit für mich auch nichts mehr ein, ey. Wenn du dich darüber erfahren möchtest, lies die Bücherregal dort mal durch. Ja, sind ja auch nur zigtausend. Ach, schön, er hat ein Dings Rokara. Die Bücher sind Kronenschneelande. Welches Buch möchtest du lesen? Der König der reichen Ernte. Das treue Ross des Königs. Die Züge des Bundes. Felsfrüchte in Schneelande. Friesener Schneetanz. Na, machen wir das mal des Königs. Das treue Reittier stellt seine Kräfte in den Dienst des Königs. Vereint sind sie zu Wundertaten fähig und vermögen es, in einer einzigen Nacht einen Wald aus nichts zu erschaffen. Eins war es ein Ungetüm, das Feldfrüchte vernichtete und Dorfbewohner viel Kummer und Leid bereitete. Doch der König gelang es, dank seiner Macht, es sich untertan zu machen. Manche sagen, mit seinem schwarzen Fell erinnert es einen finsteren Geist aus düsterer Nacht. Andere brauchen wiederum, sein Fell leuchtet weiß wie bitterkaltes Eis. Die Wahrheit bleibt ungewiss. Möchtest du ein anderes Buch lesen? Hört sich gut an. Unter diesem Namen ist Punkt bekannt, unsere kranken Lande reichen Ernte bescherte. Wo es seine rechte Hand leiten lässt, blühen sogleich Blumen, Kräuter in großer Zahl. Lässt sich linke Hand über Feld und Flur schweifen, segnet es die Fruchtbarkeit. Grün leuchtet seine Krone, wenn es rittlings auf seinen treuen Ross über den Berg und Tal prescht. Überall, wo sich dabei Boden berühren, hinterlassen sie Spuren frischen Trieben. So wird diesem Wesen hierzulande als unserem ehrwürdigen König gehuldigt. Okay. Gut, ich würde sagen, wir haben was erfahren. Aber nee, Moment mal, eigentlich brauchen wir ja was zu essen. Der wollte doch, eigentlich wurde doch gesagt gehabt, ein gewisses Futter. Die Züge des Bundes. Sie waren handgefertigte Geschenke der Menschen in Erde bringenden König. Die Zeugenszüge nicht nur von einem Bündnis zwischen König und seinem treuen Ross, sondern auch dem Bund zwischen dem König und uns Menschen. Niemals mögen wir versäumen, den König zu Beginn neun Jahre stolz Züge zu geben. Schicht auf Schicht soll eine leuchtende Blume in den Mähen des Rosses verflochten werden, auf dass die Kunst unserer Nachkommen sowie ihren Kindern und Kindeskindern vorgeführt werden möge. Ja, das hat sehr prima funktioniert. So, Schneelande gedeihen Karotten unterschiedlicher Weise. Auf schneebedeckten Feldern sprießt die Polarkarotte. Die Phantomkarotte hingegen wächst auf Feldern in der Nähe eines Friedhofs. Pokémon des Typs Eis scheinen eine Vorliebe für Polarkarotten zu haben, während Pokémon von Typ Geist Phantomkraften bevorzugen. Im Märchen wird davon erzählt, dass das treue Ross des Königs die reichen Ernte die Karotten der Schneelande liebte. Während einige Geschichten allerdings von einem weißen Ross sprechen, das Polarkarotten mochte, erwähnen andere schwarzes Ross, dessen Leibspruch so Phantomkarotten waren. Aus irgendeinem Grund weichen die Ligern in diesem Punkt voneinander ab. Ich fühle mich für schwarze Ross, glaube ich. Mit jedem Jahr, in dem die Schnee dann zieht, scheinen Temperaturen weiter zu sinken. Kein Wunder, dass man dann immer öfter zu Hause im Warmen gemütlich macht. Leider führt dies einige maßgebliche Bewegungsmangel.
das man ausgleichen sollte. Und aus diesem eisigen Winterschlaf zu erwachen und die Körpertemperatur anzukommen, eignet sich ein frisaler Schneetanz hervorragend. Die Hände in die Luft, nach rechts, links, dann runter, Füße und Dehnung. Schön genießen. Schnell an den Kreis, okay. Gut, ich glaube, die Souvenirs sollte immer gut sein. So, ich habe jetzt was gefunden. Ich habe doch jetzt was erfahren. Ich brauche Karotten. Ach, der Opa ist ja auch nicht mehr zu helfen. Ich sah eben ganz freundlich aus. Aber bisher habe ich noch nicht wirklich viel von der Insel gesehen gehabt, außer dass ich bisher einen sehr freundlichen König getroffen habe. So, also pass auf, Koronos Paar. Ey, hier, Expeditionsleiter! Mir geht's, mir kam es gerade zuvor, als hätte jemand nach mir gerufen. Weißt du, wer ist? Nee. Menschenkind, hast du etwas mit meinem treuen Ross herausgefunden? Der Idiot kam mir gerade recht. Was? Du weißt, was mein treues Ross besonders mag? Unsere gemeinsame Zeit ist so lange her, dass es mir glänzend entfallen war. Mit dieser besonderen Vorliebe gelingt es vielleicht, ein treues Ross herbeizulocken. Womit handelt es sich denn dabei? Eigentlich um erstmal die Zügel. Die Züge des Bundestags, so, das stimmt. Das ist ein leichtes wäre, mein treues Ross mich zu binden. Und die Menschen haben aufgehört, die Züge darzubieten. Sie dürften dazu möglich sein, ihre Holzsäcke habhaft zu werden. Hast du noch andere Informationen für mich? Ja, es mag spezielle Karotten. Karotten, sagst du? Wohl wahr, ich erinnere mich. Sobald man ihm eine bestimmte Feldfrucht vor der Nase hielt, gab es keinen Halt mehr. Es kostet einige Mühe, dann wieder unter Kontrolle zu bringen. Jetzt kommt mir wieder in den Sinn. Es hält sich dumm Tat, Karotten. Gut gemacht. Wenn wir Karotten hätten, können wir mein treues Ross zu uns locken. Es wäre bestimmt gerade auffällt. Ist es denkbar, dass die Menschen im Dorf Feldfrüchte anbauen und schon ein einzelner Samen wäre mir genügend, um eine Karotte heranwachsen zu lassen? Wie? In diesem wundersamen Beutel befinden sich wahrhaftig die Karottensamen? Mensch, hört nie auf, euch anzupassen und weiterzuwickeln. Es fühlt sich immer wieder mit Erstaunen, wozu ihr fähig seid. Doch, die Felder des Dorfes sind, naja, nicht geeignet. Hätten wir furchtbaren Boden zur Verfügung, wäre es natürlich eine andere Lage. Die Samen mit einem Kräften gedeihen zu lassen, wo können wir nur so geeigneten Boden in einem Schneeland finden? Ich komme zwei Orte im Sinn. Zum einen gibt es da ein Feld, das von einer eiskalten Schneeschicht bedeckt ist. Das andere befindet sich in des neben einem Friedhof, wo die Verstorbenen ruhen. An beiden Orten können wir von meiner Kraft Gebrauch machen, Karotten gedeihen lassen. Wie eins der Felder aus und seht dort die Samen. Da muss ich mich sogar schon entscheiden. Oh Mann, was ist denn schon wieder passiert? Nun, der Zeit schlafe ich aber echt oft draußen ein. Eindeutig Kokoron Mori, Freunde. Es ist eben ganz schön anstrengend, in der Expedition Basis stärkst du ein. Pass auf, übertreib es nicht, ne? Eindeutig Kokoron Mori, meine Damen und Herren. Zwei Felder, die Großmann erzählt hast, auf deiner Karte. Du vermerkst den Stand Dinge auf Legend 1. Okay. Oma! Hey, das ist Evoli. Singst du die zu voraus des Königs, bitte? Ja, ich sicher, du Gätchen. Dein Wildling war so weich wie Eis, erwählte die Polarkarotte als Speis. Der andere Windling war schwarz wie ein Geist, er hat die Phantomkarotte verspeist. Ist immer schön die Gemüse auf, ne? Mach ich, Oma. Nee, die Mops. Ich bräuchte mal mehr Eis-Pokémon, aber dafür habe ich ja wahrscheinlich Popo, also... Ich nehme natürlich das Geisterpferd. Außerdem ist nicht sogar das Phantomfeld näher dran? Ja. Außerdem bin ich, glaube ich, gegen Geist auch besser gerüstet.
Jetzt muss ich noch mal wissen, wo war das Blühfeld? Bin doch, glaube ich, hier richtig. Ist das? Nee. Das? Nee. Ach, Mist. Ach, Nidoran nervt nicht. Huch. Schön, das ist Line. Das hat Line mich selber verarscht. Hat sie einfach als Vanessa ausgegeben. Bizarro-Robot-Service senkt die Initiative des Trägers beim Bizarro-Umwirkt. Boah, es gibt so neue Sachen, die kenne ich alle gar nicht. Oh, Nidorans gibt es hier aber echt haufenweise. Warum hat die Insel so ein Nidoran-Nido-Kings etc. Problem? Das ist ja der Wahnsinn. Bin ich überhaupt irgendwo jetzt richtig, verdammter Mist? Oh, ein Vollpopper. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig bin. Obwohl, da unten ist, glaube ich, ein Friedhof. Komm ich da runter? Oh, nee. Ach, du gehst mir auf den Senkel. Darf ich jetzt gehen? Danke. Komm, Line. Wir haben es eilig. Ja, Bronzong lassen wir gut sein. Oh, doch. Für Erfahrungspunkte, glaube ich, ganz gut. Ja, irgendwo war doch hier. Oh, Drachen-Pokémon. So, Frage ist jetzt allerdings. Oh Mann. Wo ist denn hier im Feld? Hier ist eins. Okay. Das ist eins der Felder, von denen Großpart erzählt hat. Möchtest du die Kronsamen hier pflanzen? Ah, wie sehe, hast du eins der Felder erreicht. Auf diesem Feld werden Phantomkarotten gedeihen. Wenn du mein Gedächtnis nicht täuscht, liebt mein treues Ross die sehr. Deshalb so sehr, weil es dem Typ Geist angehört. Doch all das liegt so weit in der Vergangenheit, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ich frage dich noch einmal, wünschst du wirklich, die Samen in diesem Boden zu sehen? So sei es, dann sehen nun bitte die Samen. Erst noch die Erde etwas festklopfen. Ausgezeichnete Arbeit, du scheinst ein Händchen dafür zu haben. Nun bin ich an der Reihe, werde Zeuge meiner Kraft. Koronospa! Koronospa! Interessant. Du spürst, wie der Boden zu zittern beginnt. Plopp. Du hast viele Samen eingepflanzt, aber nur einen konnte ich gedeihen lassen. Wie sehr meine Kraft doch geschwunden ist, mir schmerzt das Herz bei diesem Gedanken. Schon bald wird mein Klagen jedoch ein Ende haben. Nur der Menschen kennt, setzt alle Stärke ein, um diesen Phantomkraut den Boden zu ziehen. Kann ich denn, kenne ich den Pokémon dafür auch einsetzen? Die Phantommöhre. Eine Karotte, die einst in Schatten getaucht zum Feld heranwuchs. Treue Rost des Königs mag sie sehr gerne. Gut gemacht. Mit dieser Karotte wird es nun möglich sein, mein treues Rost herbeizulocken. Jetzt benötigen nur noch Züge des Bundes. Sie verdeihen Könige Kraft, um meinen treuen Rost Leichtigkeit reiten zu können. Ja, ich bezweifle, dass die Menschen noch jetzt daran arbeiten würden. Da ist es. Phantom. Boah, ist das schön. Kann es denn sein, bist du wirklich mein treues Phantomross? Dieses schwarze, schimmernde Fell, diese wilde, ungestimmte Galopp. Genau bei unserer allerersten Begegnung, da werden Erinnerungen wach. Offenbar kann es die Karotte zwar wittern, aber nicht genau orten.
Der Richtung nach zu urteilen, ist es galoppiert, könnte es vorhaben, das Dorf nach Kronen abzugrasen. Sollte meine Vermutung richtig liegen, ist es in Gefahr, Menschenkind. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Stimmt, es war auch in den alten Legenden erzählt gehabt, dass es gerne mal das Dorf zerstört hat. So, danke Großbar Kraft, Phantom und Kraut zusammengewachsen. So, erstmal speichern, falls da wirklich, ich sag mal, ich das gleich fangen muss. Aber ich mag mein Team. Ich habe zwar noch nie so viele Pokémon gehabt, die sich nicht entwickeln dürfen oder sollen. Felix und Kai sind, glaubst du, die einzigen, die dürfen, aber ja. Trotzdem recht zufrieden. Da ist es. Bereit? All diese Menschen sind in Gefahr. Doch mein Zustand kann ich nichts dagegen tun. Mach bitte was. Ja, ist ja gut. Dann bin ich ja der Held der Stunde. Okay. Los geht's. Hey, warte, ich hab das, was du suchst. Phantoros. Hat auf deine Phantomkarotte abgesehen. Ja, was soll ich denn machen mit der Karotte, du? Achso. Geist ist natürlich effektiv. Gut, Spukball. Doppelkick. Ist natürlich sehr effektiv. Nein, Schatzi. Scheiße. Weil natürlich gleich ein... Gleich... Shit. Ah, Glückstreffer. Dunkles Viren vom Phantom Rossburg, was? Der Spezialangriff steigt. Interessant, hat die physische Attacke eingesetzt, aber der Spezialangriff steigt. Du wirst mir das beräumen, Freund. So, ich hoffe, Laura hält ein bisschen aus. Fuchtler. Dafür, dass ein Spezialangriff steigt, greife ich sie physisch an. Oh, du gießt mir gerade echt auf den Senkel. Scheiße, und das wird immer stärker und stärker. Ich glaube, ich Top-Beleber Laura. Sehr schön. Gutes Verwirrt. Komm, Anni. Voltwechsel. Wörter. Ah, shit. Ich glaube, ich hätte echt mehr trainieren müssen. Oh, Alter, er nervt mit dem Du. Er wird immer stärker und stärker. Er ist auch viel schneller als ich. Ach, ist er schon nicht mehr verwirrt, oder was? Toll. Alter. Ich glaube, das Vieh ist jetzt schon overpowered. Ein Spezialangriff ist hoch wie sonst was. Ah, toll. Okay, ich kann es also gar nicht besiegen. Ja gut, dann ist das ja auch mal geklärt. Muss ich ja erstmal wissen, dass ich tatsächlich das Vieh nicht besiegen kann.
Okay. Komm. Ich habe, glaube ich, kein Pokémon, was gegen das Vieh mitmachen kann, weil es ist einfach zu stark. Nee. Gut, ich muss einen Cut machen. Das Vieh hat da jetzt einfach zu starkes Power-Up. Das Vieh ist, glaube ich, auf 6 jetzt. Da kriegt keines meiner Teammitglieder kriegt das jetzt noch hin. Weil ich jetzt nicht gucke hier, wenn ich Pokémon-Infos gehe, schaut euch das an. Das kickt mich weg. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich das noch aufhalte. Deswegen. Okay, ich muss mal einen Cut machen. Konnte ich ja nicht wissen, dass das Vieh tatsächlich jetzt, ja, so abgeht. Also, bis gleich. Nochmal von vorne. Dieses Mal ohne, dass ich sofort hops gehe. Es hat eine sehr interessante Fähigkeit. Dass tatsächlich bei jedem Kill, was es machen tut, geht die Spezialangriff nach oben. Ist schon eine nice Sache. Die Frage ist, ob es auch bestehen bleibt, wenn man das Pokémon wechselt. Okay. Gut. Also jetzt ist es noch nicht so stark. Kommt Donnerwelle. Ich muss ihn auf jeden Fall outspeeden. Sehr schön. So, jetzt ist es auf jeden Fall langsamer als ich. Und Nachthieb. Gott. So einfach ist das Vieh. Ich habe mir selber mein eigenes Grab geschaufelt, indem ich das immer weiter mich tun lassen gehabt habe. Bros. Phantom. Ja. Nuspa. Es hat angehalten. Oma, alles gut bei dir? Ey, alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut, aber es kommt mir so, als hätte man gerade jemand beschützt. Strähnen dunkles Rossa. Du vertraust es im Item, Basis-Item. Eine Haarsträhne vom Phantoros, dem treuen Ross des Königs der reichen Ernte. Es fühlt sich weich und geschmeidig an. Vergiss, wie konnten wir dir jemals so viel Rettung danken? Was machst du ungestimmt Pokémon nur in Schneelande? Man könnte ja fast meinen, es sei dieses Pokémon, das Märchentreuen Ross des Königs. Aber ach, wir reden da. Nee, wie das denn? Ist wie ein dunkles Rossa? Im Märchen passiert etwas Besonderes, wenn man eine leuchtende Blume, die der König selbst hat erblühen lassen, in solche Haar einflechtete. Angeblich kann man so die Züge des Bundes herstellen, die den König und das treue Ross miteinander verbinden. Meine eigenen Vorfahren praktizierten die Kunst der Zügeherstellung, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Naja, für meinen Teil habe ich also eine Blume noch nie gesehen, aber Fertigungsmethode ist mir jetzt in die Vergangenheit geraten. So, jetzt habe ich aber genug Armmärchen gefasert. Ich sollte wohl besser Gedanken darüber machen, wie wir dieses Pokémon in Zukunft von unserem Dorf fernhalten können. Vielen Dank nochmal. Mal schauen, was es zu sagen hat. Und mir ist eine Sache klar geworden, mit dem Team, was ich jetzt gerade habe, muss ich eindeutig trainieren. Sonst komme ich hier wirklich nicht weiter. Vielen Dank, dass du Dorfbeschützer als Menschenkind. Dabei wäre es meine Pflicht gewesen.
Doch in meinem aktuellen Zustand konnte ich nicht viel tun, als verwirren und aufbruchsbewegen. Wenn ich nur den Zügel des Bundes hätte, wäre es leicht, es zu ziehen. Wir brauchen doch die Blume. Wie? Du willst die Zügel des Bundes für mich herstellen? Aus dem Haar meines treuen Rosses und eine leuchtende Blume, die ich ja blühen lassen soll? Eine Blume, Blume. Ja, ich nahm an, die Menschen hätten aufgehört, die Zügel des Bundes darzubringen, weil ich glaube, an mich erloschen sei. Dabei fehlte in Wahrheit lediglich dieses nötige Material, da dieses nicht mehr wachsen lassen konnte. Oh, wie lange bin ich diesen Irrtum nun aufgesessen? 400 Jahre ist es schon her, seit ich zuletzt leuchtende Blume blühen ließ. Denn die Kraft, die mir verblieben war, reichte nicht aus, um dies zu bewerkstelligen. Doch nun spüre ich, dass ein kleiner Teil meiner alten Kraft wieder durchströmt. Wohlan, Wagen schien endlos langer Zeit im Versuch, leuchtende Blumen zu erblühen. Kommt die jetzt aus dem Kopf raus, oder wie, oder was? Dass er auch mal gleich ein Erdbeben daraus macht. Das sieht mir aus wie ein Blumenblatt. Das wüsste ich, Menschen kennt. Kronblatt. Okay. Ein Blütenblatt, das du vom König der reichen Ernte erhalten hast. Es strahlt ein sanftes Licht aus. Wie erwartet, es ist sehr mühselig, auch nur eine einzige Blume erblühen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht. Doch bitte nimm dieses Kronblatt und an dich und versuche, damit die Züge des Bundes anzufertigen. Die Nachkommen jeder Familie, die einst im Züge herstellen, sollen das Dorf noch leben. Na gut. Vor allem, als einfach der Bürgermeister mal wirklich eine wichtige Rolle hat. Hier. Ja, du bist der Retter unseres Dorfes, ne? Bist du wegen Bücher wie er? Nee, ich hätte aber eine Bitte. Bitte! Du willst ein zügiges Bundes für mich hier erstellen. Bring mich aber im Verlegenheit zu sein, wenn es so groß war, als wäre das nur möglich gewesen. Aber heutzutage bist du mir mehr, der sich traditionelle Herstellungsweise erinnert. Außerdem braucht man dafür eine bestimmte Blume und ich hab sie nicht. Doch, ich hab die aber. Ja, scheiße, du hast hier wirklich... Hast du wirklich ein Kronblatt einer leuchtenden Blume? Bedeutet das, dass der König der reichen Ernte ebenfalls wirklich? Nee, es kann nicht sein. Oh nein, meine Vorfahren haben den Zug des Bundes hergestellt, indem sie eine Anleitung aus den alten Märchen hielten. Dazu brauchen sie bestimmte Blume und Haare des Pokémons, aber ich befürchte, dass Details dieser einen Tradition nicht mehr ändere. Oh nee, jedoch muss ich mich natürlich für deine Hilfe erkenntlich sein. Auch wenn du Materialien gibst, will ich bestes versuchen, so gut wie ich kann. Oh, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, wie mein Urgroßvater, aber jetzt ist nicht die Zeit, die Tradition meines Dorfes wieder zu beleben. Werkel, Tüft. Ja. Das ist ein absoluter Reinfall. Ich halte mich selbst zu einigermaßen geschickt, aber zügig bräuchte es jemand, der sich Fingerfertigkeiten verfügt als ich. Bitte sieh mich nicht so niedergeschlagen an. Es tut mir echt leid, ich bin ein alter Knacker. Ey, Bürgermeister! Es gibt einen Dürfer, in meiner Hütte hat sich das heiße Wasser aus der Dusche verabschiedet. Oh je. Auch das tut mir leid, ich schaue es mir bald wie möglich an. Ey, bist du hier, Expeditionsleiter? Irgendwas passiert? Diese Stimmung hier zieht mich ja echt gleich runter. Ach du, weißt du, der Bürgermeister hat Versuch gehabt. Ist das alles? Sie braucht also nur einen Strick, ja? Also weißt du was, hier einen Strick kann ich euch geben. Der habe ich mich auch schon oft aufgehangen, wenn meine Tochter mich da gekorbt hat. Gib mir mal die Materialien, ja Opa, ich weiß wie es geht. Okay, jetzt habe ich hier ein Kronblatt und Rosse. Was genau stellt man im Kram eigentlich an? Oh, ich bin mal so frei. Das Blütenblatt wird geflechtet ins Haar der Mähne, so ist so recht. Alter, musst du mir die Methode echt quackend verklickern? Naja, ist mir so zurecht sein. Es ist ein Ranzwerk. Und fertig. Okay, hier ist ein Strick. Züge des Bundes. Ich glaube, ist es hier nicht ein Strick? Es sieht mir auch nicht nach einem Zügel aus. Züge gewoben aus Stoff. Der leuchtet, wenn man ihn ins Licht hält. Einst schenken die Menschen sie dem König der reichen Ernte als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Unglaublich! Gegen meine Erwartungen sind sie wirklich ausgesprochen talentiert. Was die Hände halten, sieht exakt so aus wie die Züge des Bundes aus den alten Überlieferungen meiner Familie. Gekonnt ist ihm gekonnt! Denk bei der aufmümpfigen Tochter bin ich eine Expertin, kaputte Dinge zu flicken. Naja, ich glaube, der hat sich schon öfters einen Strick genommen gehabt wegen seiner Tochter, aber das ist eine andere Geschichte. Das Entdecker-Set, das ich neulich in die Hand gedrückt habe, ist übrigens ebenfalls meine eigene Marke, weißt du? Oh Mann, finde ich auch sein.
Jetzt hast du den Zug des Bundes, wie du wolltest. Ich freue mich für dich ja so. Ich weiß nicht, ob... Er gibt mir einfach so andere Kokoromori-Vibes. Na, ich meine, vielleicht könntest du weiter geholfen. Ja, er ist einfach ein Kokoromori. Hier im Buch steht. Weißt du was? Ich habe mich heute tatsächlich schon wieder dabei erwischt. Was? Nicht so wie du meinst, nicht an mir rumgespielt. Nee, wie ich draußen stehen eingeschlafen bin. Weißt du, ich habe ein dauernd so ein komisches Gefühl, ey. Weil ich völlig zugefroren war, wollte ich in der Basis mal schön warm duschen. Aber es kam nur eiskaltes Wasser raus. Von lauter Schreck bin ich nach draußen gesprungen und zwar... Oh shit. Ach, Menschenskind. War die Herstellung der Züge muss erfolgsgekrönt? Ja. Dein schlafender Kororori abklatsch. Was? Tatsächlich? Dieser Mann? Das hätte jetzt ja keiner gerechnet. Auch ich habe frohe Kunde zu bringen. Mir ist endlich gelungen, den Aufenthaltsort meiner treuen Rossen-Erfahrung zu bringen. Phantomros hat den Kronentempel zu seiner Heimatstätte auserkoren. An jenem Ort haben wir damals viel Zeit zusammen verbracht. Bisher zog es sich vor, die Städte zu meinen. So sehr fürchte ich, von nostalgischen Gedanken an frohe Tage übermannt zu werden. Doch weshalb hat sie mich in mein treues Haus ausgerechnet dorthin zurückgezogen? Etwa um die Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit zu schwelgen? Nee. Der Kronentempel thront auf dem Gipfel des nördlich von hier gelegenen Berges. Ich bitte dich, geh dahin und die Züge des Bundes bringen. Was? Ich bitte dich, den Kronentempel aufzusuchen und die Züge des Bundes mitzubringen. Ja, warum soll ich die denn hier lassen? Woran? Ich breche sie gleich auf. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich verlasse mich auf dich. Ah, oh, Pony, du machst wirklich alle Kororomori-Ehre. So. Okay, Leute, damit haben wir es. Wir haben unser nächstes Ziel. Nächstes Mal geht's zurück auf große Reise. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen trainieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und wer noch ein Pokémon sein will, was mich hier in diesem Gebiet finden kann, haut mal raus. Eins habe ich noch im Petto, aber dafür müsste ich jetzt erstmal... Ich glaube, ich schau mal, ob das wird ein Überlänge-Part. Das wird ein Überlänge-Part. Weil ich glaube, ich kann das Pokémon hier fangen, was ich haben wollte. Das soll nämlich im Nebel kommen. Wo bist du denn? Wo bist du? Ja, da ist es schon. Morbites. Aber am liebsten hätte ich eher ein Molibobar. Gut, was ich fange, kann ich fangen. Es ist jetzt nicht das Problem. So. Hypnomorba. So, dann schaue ich doch mal. Ein Hypnomorba. Das ist aber männlich. Du bist männlich. Tut mir leid, das ist nicht das Pokémon, was ich haben will. Ich brauche eine weibliches. Oh, es hat überlebt. Ja, ich glaube, wenn ich eine Arena-Latte wäre, wäre ich immer noch Typ Undicht. Ich habe das Gefühl, die Undicht-Pokémon liegen mir am meisten. Undicht, Geist, Psycho, das sind so meine Pokémon. Wobei mein Psycho eigentlich eher kaputt ist, nicht, dass ich psychisch groß ausgeprägt bin. Egal. So. Ach. Ja! Da ist ein Molimorba. So, bist du im weiblich? Bist du ein Mädchen? Schnüffler? Warum kann das Schnüffler? Ja. Okay. Dann kommst du mein Team. Lucky Wurf. So. Eintrag angelegt, Psycho. Es ist zwar noch ein Baby, aber es weiß sich mit den Psychokräften, die seine schleifenförmigen Fühlern innewohnen, durchaus zu wehren. Ach, ist das ein Baby-Pokémon? So, und dieses Molibobba ist die gute Jenny! Unsere gute Shadow Fairy Queen. So. Verteidigung rauf, Angriff runter. Ja, gut. Schnüffler, kann bei Kampfarzt der Auskunft über das Gegner getragene Item geben? Oh, ich glaube, ich schaue mal, ob ich noch eine andere Fähigkeit finde.
Aber das bist du, Jenny. Ich fange noch ein paar andere Exemplare, um zu gucken, was das Optimalste ist. Und ja, haben wir unser weiteres Teammitglied. Und Quiekel. Na gut, mein Lieben. Dankeschön fürs mit dabei sein. Weiteres Teammitglied ist am Start. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Ciao.